Das Synchronisieren mit Sorbitol dient dazu, alle Plasmodien, die sich in einer Blutkultur befinden, auf den gleichen Entwicklungsstand zu bringen. Mit der Auflösung dieser Asynchronität lassen sich anschließende Versuche besser kontrollieren, was somit zu genaueren und zuverlässigeren Ergebnissen beiträgt. Zum besseren Verständnis sind auf dieser Folie nochmal die einzelnen Entwicklungsstadien des Plasmodium falciparums im Erythrozyt abgebildet. Wenn die Merozoiten die Erythrozyten infiltrieren, entsteht zunächst das Ringstadium, dann der Trophozoit und anschließend der Schizont. Ziel der Sorbitol-Synchronisation ist es, dass nur noch das Ringstadium in der Blutkultur vorhanden ist. Das wird erreicht mit Hilfe von Sorbitol. Sorbitol entsteht aus Glucose durch katalytische Hydrierung und ist somit ein Zuckeralkohol. Normalerweise befinden sich die Parasiten der Erythrozyten einer Blutkultur in verschiedenen Entwicklungsstufen. Es können das Ringstadium, Trophozoiten und Schizonten vorliegen. Werden die Erythrozyten jedoch mit Sorbitol inkubiert, dann werden die Trophozoiten und Schizonten zerstört. Das heißt, in der Kultur liegen dann nur noch das Ringstadium und nicht infiltrierte Erythrozyten vor. Die Zerstörung der Trophozoiten und Schizonten durch Sorbitol erfolgt durch die Lyse dieser Erythrozyten. Die Zellen platzen also und sterben dadurch. Bei der Durchführung der Sorbitol-Synchronisation muss zunächst die Kultur in ein Falcon-Tube überführt werden, sodass sie im nächsten Schritt zentrifugiert werden kann. Durch das Zentrifugieren setzen sich die roten Blutkörperchen unten ab und der Überstand kann abgenommen werden. Die zurückgebliebenen Erythrozyten werden dann mit Sorbitol inkubiert für 15 Minuten bei 37 Grad Celsius. Anschließend wird erneut zentrifugiert. Danach wird wieder der Überstand abgenommen, sodass die roten Blutkörperchen im Tube zurückbleiben. Diese werden dann im siebten Schritt mit dem Medium gewaschen. Als nächstes wird nochmal zentrifugiert und im Anschluss der Überstand entfernt. Zum Schluss werden die Erythrozyten wieder mit dem Medium resuspendiert und die Kultur in eine Petrischale überführt. Wie die Sorbitol-Synchronisation in der Praxis abläuft, ist im Folgenden zu sehen.